Der erste Welpe ist ein Rüde. Er ist um 15:40 Uhr geboren. Komm mal, komm her. Ja, das Köpfchen ist schon draußen und eine Pfote ist davor. Los. Ja. Ich habe eine Bitte bei dir. Nee, das ist die Hinterend. Das ist eine Hinterendgeburt. So ist fein. Ich jetzt auch. Das ist ein großes Baby. Wer ist der Vater? Harry. Der hat sich verschwunden. Der ist verschwunden, der ist draußen irgendwo. Ja, Jerry, was ist da? Du kannst lassen, kein Problem. Sich noch umlegen. Ja. Oh, das ist immer ein großes Baby. Zuerst der ganz kleine und jetzt kommt ein großer hinterher. Das zweite Baby ist geboren um 16:54 Uhr. Jerry, du sollst raus da. Jetzt wollen wir mal sehen, was es ist. Und das ist auch ein Junge. Der zweite Junge ist geboren. So, dann legen wir die mal nebeneinander. Fein. Jetzt wiegen wir ihn einmal. Gramm. Schnell wieder zu Mami.
Und der Erstgeborene, der wiegt nur 112. Aber Heidi sieht ganz müde aus. Jo, macht sie gut. Sag mal deine Jungs. Ah, jetzt, der Dicke ist auch an der Zitze. Alles in Ordnung. Unsere Gäste sind auch noch da, ne? Die etwas andere Geburt. Wir haben das Scheren ohnehin die Küche verlegt. Ja, fein. Na, Bobby? Das ist was, das hast du auch noch nicht erlebt. Nee. Jetzt war schon mal geschafft. So, weiter geht's. So, 5 Uhr, das dritte Baby ist im Anmarsch. Da ist es schon geboren. Die anderen beiden Babys weg. Oh ja, so ein kleines Baby. Nochmal so ganz easy rausgeflogen. Ja. Hat sich gar nicht mehr befähigt. Achtung, Bobby, liegt hinter dir. So, das dritte Baby ist ein Mädchen. Komm her, zeig dich mal. Auch eine süße Zeichnung. Ein ganz kleines Mädchen, auch schön symmetrisch im Gesicht. Das ist auch schon an. Nee, das dauert 14 Tage. Das ist jetzt vielleicht, sieht das fast so aus, weil das noch so glänzt. Da ist so eine leichte, ist vielleicht noch so ein bisschen Schleim drüber. 14 Tage? Aber 14 Tage, ja, 10 bis 14 Tage bleiben die zu. Oh, Bobby, weißt du gar nicht, was das ist? Guck mal, meine Süße, trink mal einen Schluck. Nein, will sie nicht. Keine Zeit. Keine Zeit. Du meinst, na, jetzt doch. Du meinst, zwei kommen noch? Das kann ich dir nicht sagen, aber es sieht aus, da ist bestimmt noch eins drin. Das sieht man ja auch bei den vielen Fällen nicht. So, jetzt wiegen wir die Kleine mal. Das ist der kleinste jetzt, ne? Ja, das ist nicht viel. Der erste war 104 Zähne. Ach Gott, ich bin diese kleine Schnauze. Mhm. Aber halt schon klein, ne? Ja, süß, ne? Ja. Ja. Und nochmal genau, dass man das auch sieht, dass das ein Mädchen ist. Da. Geh zu Mama. Geh zu Mama. Da. Oh, das ist ein Größenvergleich hier. Der Große gegen diese Kleine. Versteckt sie jetzt wieder. Hast du gut gemacht, Heidi. Ja, da ist noch was drin. Warten wir noch ein bisschen ab. Ja, nee, das ist nur... Ach, das ist der Kopf von dem Kuchen. Ja. Da ist noch nichts. Das vierte Baby ist um 5:30 geboren, 17.30 Uhr. Fein. Oh, nur ein Weißanteil. Ausgepellt. Noch mal was. Babys da wegnehmen.
Und es ist noch ein Rüde. Der dritte Rüde im Bunde. Wo bist du denn? Hallo. Viertelstunde später. Die hat aber Milcheinschuss jetzt. Die hat aber Milcheinschuss. Naja. Dir verdient, ne? Ja. Ja, da liegen die fünf. Haben wir hier das letztgeborene Mädchen und hier ist das andere Mädchen. Na? Darf ich mal deine fünf Kinder sehen hier? Na. Die will ich nicht stören, die hängt an der Zitze. Die Kleine muss aber auch mal ran. Nehmen wir mal den Dicken weg. Und das ist hier mein kleiner Bomber, unser P-Wurf. Wollen wir uns mal einen tollen Namen ausdenken? Und so wie es jetzt aussieht, ist auch alles gut, aber die Kleine, die muss noch ein bisschen, die muss noch ein bisschen wach werden trinken. Fein. So ist fein. Mami lässt sich auch gern betüdeln, ne? So fein. Na, Clara, was quatschst du? Bist auch eine Feine. Ja. Na, Jerry? Alles gut. Das nehme ich mal wieder. Ich kann mich ja da rein. Ja. Ist gut, Mausi. Alle dabei, ne? Clara, hörst du jetzt mal auf? Nein! Lass das Geschrei sein. Dann wollen wir den mal allen Essens geben, denn es ist alles ein bisschen später geworden heute. Und meine Rasselbande hat Hunger, ne? So. Da wird geputzt, gemacht, getan. Clara ist gut, geht ja gleich los. Komm, jetzt noch wieder ein paar Salze dazu. Die hat sich die Leberwurst jetzt verdient. Komm, Mausi, schieb dir das ein bisschen runter noch.
Wien. Fein.